Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Tomb Raider in der Definity Edition. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, nämlich. Ja, Frau ging Wildnis. Finden Sie etwas zu essen, bevor Sie verhungern? So, das heißt, ich suche jetzt ein bisschen was zu essen. Oder die gute Lara zumindest. So, weil die hat ein bisschen Hunger. Ah, sieht schon ziemlich schick aus, halt. Ich jetzt richtig erst? Ne? Ich mag die Haare. So. Die Haare sehen auch ziemlich sehr schick aus. Oh, Katze. Ah ne, keine Katze, Krähen. Ein Reh. Oh Gott, armer Kerl. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen? Oh, ein Hirsch. Okay, da oben hängt einer und der hat einen Bogen. Kann ich hier rein? Nö. Okay, ich habe schon mal Pfeile. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Waffe. Ich schaffe das. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Okay, was ist das? Ich muss etwas zu essen finden. So, okay, der Typ, naja, sieht schon ein bisschen schlecht aus. So, jetzt habe ich einen Bogen bekommen, habe jetzt auch ein paar Pfeile. Okay, so kann ich auch 13 Pfeile. Ja, das sollte erstmal reichen. Ah. Okay, Sträucherbüsche. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Okay, Dokumentenansicht. 1 von 6 Informationen aus Kriegszeiten gefunden. Soldat Oni-Verfolger. Aus dem Tagebuch eines Soldaten erwähnt Oni Dämon der japanischen Folklore. Was könnte es wirklich gewesen sein? Ah, ja. Ich habe schon mal ein Dokument gefunden. So, eins habe ich verpasst irgendwo.
aber die gute Lara Tunga. Dokumentensuche gehe ich dann später drauf ein. So, klettere hier mal rauf. Okay. Oh, noch mehr Pfeile. So. Ah, da ist der Hirsch. Ah, kommst du her? Ah, das sieht schon mal ziemlich so aus. Wie der Hirsch so verwundet so rumgelaufen ist. Ich hab mein Abendessen schon. Entschuldige. Okay, zurück zum Lager. So. Nutzt die LB, um die Umgebung zu erkunden. Achso, den Überlebensinstinkt. Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Okay, kann ich überhaupt mal einen Pfeil mitnehmen? So, okay, es regnet. Wieso muss es ausgerechnet wieder regnen? So. So. Und hier bin ich ja richtig. Zurück zum Lagerfeuer. Aber was für ein Zufall aber auch. Kaum hat sie ein Tier erlegt, schon regnet es wieder. So, was haben wir da? Okay, Fertigkeiten. Verwenden Sie Fertigkeitenpunkte, um im Fertigkeitenmenü Ihre Fertigkeiten auszubauen. So, was haben wir da? Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findige Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Nicht verkehrt. Überlebenskunst, sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Auch nicht verkehrt. Verwässerte Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliche Berge gut zu erhalten. Auch nicht verkehrt. Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzlichen Bergungsruhen. Okay. Pfeile wiederfinden. Findige Bogenschützen. Ihre Pfeile aus neutralisierten Feinde. Okay, meistern Sie 7 weitere Fertigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Was haben wir da? So, das sind Voraussetzungen dann. Was haben wir da? Achso, das ist Jäger. Sicherer Schuss. Sie sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen. Okay. Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Ja, okay, das ist erstmal für
später interessant. Ja, das ist jetzt die Frage. Der Vorteil daran ist, Pfeile wiederfinden finde ich jetzt nicht verkehrt. Wenn ich Pfeile verschieße, kann ich die immer wieder wiederfinden. Oder halt tierische Instinkte. Ich glaube, ich nehme das als... oh, kann ich sogar ansehen. Achso, aktivieren Sie LB Ihren Überlebensinstinkt, leuchten Tiere und Lebensmittel auf. Okay. Lebenskunst, plündern Sie Tierkadaver und erhalten und Lebensmittel tun, um zusätzliche EP zu erhalten. Ah, okay, verstehe. Ah, finde ich gut, dass Sie so einen kleinen Infobild noch dazu haben. So, verbessertes Bergen. Das ist einfach erklärt. Knochensammler. Ja, auch vom Plündern. Ich denke, ich nehme erstmal... Ich nehme tierische Instinkte erstmal. So, aktivieren Sie LB Ihre Überlebensinstinkt, leuchten Tiere und Lebensmittel auf. Fertigkeit gemeistert. Okay. Oh. Moment mal. Hier war's. Habe ich jetzt was Neues? Nee, doch nicht. Gut, okay. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. So. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Okay. Ja, nicht stehen bleiben. Gut, der Captain Rose hat Musik. Sich gemeldet. Der Road. Und ist dabei, die anderen Leute zusammenzutrommeln oder halt die irgendwie, sag mal schnell, ja, zusammenzuhalten eher. Und jetzt heißt es... Hallo? Ist jemand hier? Was? Warum ist die Tür auf? War doch vorhin doch zu. Muss ich mal weitermachen? Moment mal. Wieso der Arm so zuckt? Bisschen. Ah, okay. Eigentlich hätte ich doch hier nochmal das Gebiet ein bisschen erkunden sollen. Na gut, ich mache mich jetzt auf den Weg zu Captain Root. So. Okay. Schon ziemlich schick aus. Kann man sagen, was man will. Was sind das für Zeichen? Ja, die Zeichen sehen auch sehr interessant aus.
interessant, eine Strichliste. Oh Gott, das ist verrückt. No one leaves. Keiner verlässt hier. Okay, kann ich anzünden? Oh, Kiste. Was sind wir da? Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Hanya-Maske? Oder Hanya-Maske? Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Aha. Finde ich schon interessant. Okay. Ich brauche was zum Aufstemmen. Fitness Equipment. So, mal schauen, ist hier noch was? Na gut, dann zünde ich mal diese Laken an. Okay, wie sich das so alles auflöst, so. Was haben wir da? So, noch mehr Schädel, Tierkadaver, Fleisch, was da hängt. Stemmaxt, okay. So, aufstemmen. Drückt sie mehrmals X zum Aufstemmen. Fräulein, stell dich nicht so an. Du hast vorhin doch noch einen Hirsch getötet. Okay, das ist ein bisschen gammelig, das Fleisch hier. Ah, da kann ich das auch noch ein bisschen nachvollziehen. Halt. Die Tür aufstellen. So, mal schauen. Was hier noch so vorgeht, geht in diesem Bunker. Oh, Wölfe? Als Warnung? So. Halt sie B, um die Fackel auszuziehen. Sam? Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen.
Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam! Scheiße! Ah! Ah! Na! Sam! Ah! 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 Okay. Sichern. Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Okay, ich fasse jetzt mal das Ganze kurz zusammen. Nicht so schlimm. Vorher in die Bärenfalle reingelaufen. Jetzt kann ich da einfach locker flockig so laufen. So. Lara hat Sam gefunden mit einem fremden Typ namens Matthias. Okay. Dann hat Sam ihre
Geschichtsstunde gehalten. Lara ist eingeschlafen dabei. Und jetzt Sam ist mit diesem Feuer weg. Okay. Ja, und als Kurzschlussreaktion wollte sie suchen gehen, ohne so wirklich aufzupassen. Und dann zack, ab in die Bärenfalle. Und die Gruppe hat Lara wiedergefunden. Der Archäologe... ist der nochmal? Wiseman? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. So. Dokumentenansicht. 1 von 7 Crew der Endurance gefunden. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Okay. So, diesen Wiseman muss ich auch noch wieder suchen gehen, weil der lässt die Lara wieder alleine. Findet den Fehler. Die ist verletzt, lässt sie alleine. Okay. Kann ich überhaupt noch was machen? Ich habe keine Fertigkeit. Okay. So, Laras Tag. Okay. Habe ich keine Fackel? Kann ich anzünden? Okay, Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um in Basislager Waffen-Upgrades zu machen. Okay. Scheint noch was. Nee, das kommt noch. Okay. Na gut, dann laufe ich mal mit dieser Fackel herum. Ah, Pfeile gehen immer. Oh, Pfeile sind voll. Axt, nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabile Axt erforderlich. Sammelt sie Bergungsgut für eine Upgrade der Axt. Okay. Ich find's lustig. Er ist schon putzig gemacht hier, wie sie versucht, hier die Box aufzumachen halt. Aber es doch nicht schafft. Mit Not. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Okay. Hirsch wieder jagen? Hier sind noch ein paar Hirsche, hier hängt da was. Oh. Was haben wir da? Achso, Pfeile. Okay, für Tiere jagen gibt es auch Erfahrungspunkte. Finde ich gut. Geheimnis Grab in der Nähe, okay.
Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Putzig. Ist das auf der Karte eingezeichnet? Dokument. Was haben wir da? Liquid. Achso, das, was dunkel ist, schon alles Dingenskirchen. Klar, habe ich hier einiges verpasst. Aber gut. Grab des Abenteuers. Ich gehe mal da mal rein. Ist wahrscheinlich viel zu früh oder so, denke ich mal. Okay, die Fackel geht definitiv aus. Okay, Glaslaternen. Schießt sie auf Glaslaternen, um sie zu zerstören und ein Feuer zu legen. Optionales Grab, Grab des Abenteuers. Okay. Einmal Feuer machen. Okay, da hinten kann ich was machen. Ich als Rampe benutzen. Okay, nett gemacht. Halt die Geschichte mit der Fackel, dass man hier die auch so nutzen kann, um neue Wege frei zu machen. Gefällt mir. Ah, okay, die kann ich so schmeißen. Gut. Lass dich erstmal liegen. Vielleicht brauche ich die Laterne noch für was anderes. Hier komme ich nicht weiter.
super. Überlebensinstinkt. Da hinten sind Kisten und da ist noch eine Lage noch anzünden kann. Sie oh. Einfach hier die Dingens fallen gelassen. Na? Die Laterne. Ja gut, dann muss ich mal schauen, wie ich das mit der Laterne dann mache. Weil die kann ich auf jeden Fall so nicht mitnehmen. Weil die gute Lara lässt sie sofort fallen. Ziehen. Einer mehr müsste reichen. So. Okay. Nichts machen. Ich könnte hier noch die Fackel höchstens anmachen. Da lässt sie einfach die Laterne fallen. Ich okay. So, ich muss doch das hier noch anzünden. Ich glaube, so weit rein. Ja, tut mir leid, der alte Gedanke war ja noch da. Ich dachte hier, von da aus kann ich nicht rüberspringen, aber ich kann ja doch hochspringen halt. Zack. Ich muss auf jeden Fall einmal da rüber. Schick. Eine Ausrüstung. Neues Equipment zu öffnen erforderlich. Okay. Da oben ist noch was. Ja, da ist der Erkundungstrank schon da. Okay. Achso, lässt sich fallen. Ups, hoppala. So.
Was jetzt? Mal schauen. Mal schauen, was in diesem Flugzeugpark so drin war. Weiter. Dann zack. Okay. Okay, zurück. Nur zurück. Das hier anzünden? Anscheinend ja. Der Stoff sieht entzündlich aus. Ja, okay. Schmeiß noch mal hier oben mal rein. Passiert nichts. Okay, ich kann jetzt hier oben raufklettern. Ah, okay. Abenteurers gemeistert. Grab durchsucht. Uhu. So, den ersten optionalen Grab geschafft. Schick, schick. Okay. Aber eine Sache würde mich noch interessieren. Diesen Grab. Nämlich, genau. Okay, neues Equipment zum Öffnen erforderlich. Okay, hier ist irgendwas,
Oder ich brauche irgendwas, was ich jetzt nochmal schnell, um da durchzukommen. Weil das würde mich schon interessieren. Aber an sich so, von der Mechanik her, vom ersten Grad, ist okay. So, jetzt heißt es erstmal wieder zurück. Pfeil mitnehmen. Fackel anmachen, genau. Noch was Besonderes? Oh, Kiste. So, ein bisschen Bergungsgut. Sonst ist hier gar nichts, außer da oben ist was. Ausweichmanöver, drückt sie linken Stick und B und fertig Angriff auszuweichen. Aua. Okay, ich wurde von einem Wolf gefressen. Warnen können, Doktor. Genau, so Wölfe so ausweiden. Hey, gib nochmal extra Erfahrungspunkte.
Okay, ein Fertigkeitsgatter. Alles frei, ja klar. Da unten waren Wölfe. Was sind wir da oben? Geisterjägerin, neue Herausforderung abgeschlossen. Herausforderung abschließen für EP, okay. Ach, das sind Totems, die hängen. Oh, Reuter. Da ist er. Hey, Erfahrungspunkte. Die nimmt man doch gerne im Kauf. So. Immer wieder zurück zum Lager. Klar, die Kiste kriege ich nicht auf. Aber... genau, überleben, da würde ich glaube eher dann was war das genau? So, um mehr Erfahrungspunkte zu erhalten, ist nicht verkehrt für Anfang, wie ich finde. Oder Pfeile wiederfinden, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ich denke mal, ne, Pfeile finde ich schon ziemlich gut. Plündert sie mit den Pfeilen getöteter Feinde oder Tiere, um ihre Pfeile zu bergen. Ey, somit habe ich keine Munitions, kein Munitionsmangel mehr. Und zwei Jäger hätte ich noch. Die erhöhte Munitionskapazität. Später ein. Ein Stück, Stück Hirsch oder Wolf, je nachdem. So, warte mal. Ne, sonst ist hier gar nichts, was ich plündern kann. Das. Genau da oben. Okay, einmal hier rüber dann. Die Idee dahinter finde ich jetzt nicht verkehrt, so, mit dieser Open World. Halt, das lädt so ein bisschen mehr zu diesen Art Erkundungsdrang. Okay. Noch ein Schrein. Oh, ein Schrein, okay. Wen beten die wohl an? Schauen. Kann ich sogar noch anzünden. Schick, schick. Oh, ein Dokument. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen.
Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Okay. Whitman hat es Sam so schwer gemacht, ihren Job zu erledigen. Der gute Doktor hat auf dieser Reise sein wahres Gesicht gezeigt. Okay. Ja, okay, Sam ist ja mit ihr... Oh, Hase. Oh, Hase. Wo ist der Hase hin? Ich will einen Hase jagen. Da hinten ist eine Kiste. Wo ist der Hase? Da ist der Hase. Ein Unterwasserhase. So. Ja, man sollte irgendwie alles jagen, habe ich das Gefühl. Alles für die Erfahrungspunkte. So, kann mal schauen. Mach mal die Fackel. Das ist mein Hirsch. Komm mal her. Tiere. Nee, das ist ein Dornbusch. Nee, nee. Der ist nicht gesund. Das Tor, okay, da gehe ich mal gleich hin. Zwei verschiedene Ziele. Die sind fasziniert. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen.
Mir fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Axt wieder hinkriegen. So. Zufälligerweise ist hier ein Lagerfeuer. Okay. So, das müsste reichen. Nochmal schauen. Okay, Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen in Ausrüstungsmenü zu verbessern. Okay, verstärken. So, verstärken die Stemmaxt, sodass sie zum Bedienen von Kurbeln tauglich ist. Okay. So, was jetzt? Okay. Die Überlebenspunkte habe ich keine mehr. So, kriege ich damit jetzt überhaupt auf? Okay, ich muss nochmal zurück. Ich habe irgendwo am Anfang hier doch noch eine Kiste stehen gelassen. Ah, der wird... Für euch habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, okay. Mit Wölfen habe ich jetzt nicht gerechnet. Wollte nur hinten nur zur Kiste. Mehr wollte ich doch nicht. Nein, hier nicht. Ach, hier. Noch mehr Bergungsgut. Alles klar. Gibt's noch was hier? Nö. Dann gehe ich mal zu Dr. Whitman wieder. Ist da hinten noch was? Okay, das mit den Wölfen. Alles. Okay, da war dieser Tempel. Genau, da ist dieser Tempel dabei schon. Thank you.
ausweiten. Und weiter geht's. Busch, da geht's nicht weiter. Oh. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Ach so, ja, okay. Eine No-Maske gefunden. Sonst ist hier nichts. Nein. Gut. Okay, Pfeile habe ich voll. Ja gut, dann bin ich hier erstmal fertig, denke ich mal. Dann mein Überlebensinstinkt, was sagt der? Gut, ich bin hier fertig. So, keine Wölfe mehr. Gut, dann zu Dr. Whitman wieder. Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Noch nicht ganz. Ein Dokument. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Ein Brief aus Whitmans Notizbuch. Der Mann ist unfassbar egoistisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn mal bewundert habe. So. Interessant. Anscheinend steckt Dr. Whitman mehr in der Krise, als er es zugibt. Nicht mit denen reden. Schon zurück? Ja, sicher. Lara, wir sollten weitergehen. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Ich weiß, das alles ist eine traumatische Erfahrung, Kleines, aber wir sollten wirklich weitergehen. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Wer weiß, was wir noch alles finden. Mal schauen. Reichtümer? Lass uns weitergehen, okay? Ah, ich bin ja... Ausruhen geht nicht, Lara. Weiter! Was? Ich guck mir nur die Gegend Unglaublich. An. Unglaublich! Es ist Himiko!
Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Versteht? Da? Nein! Ich lehre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно сухать, мочи! Тут им nichts. Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться! Мочите их! Okay, Deckung. Gehen Sie hinter hüfthohe Objekte in Deckung. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Okay. Прячешься, кукла. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех... Zu langsam. Hey, ты. Nochmal. Выходи давай. Лучше не зли меня. Я всех. Она тоже была порадочной в тех. Oh.
halbautomatische Pistole. Plünderer. Mal schauen. Ich weiß nichts. Weiter. Eine! Die ist dahinter! Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. So. Oh, der lebt ja noch. Kopfschuss. So, plündern sie tote Gegner, indem sie X drücken. Okay. Die Munition geht immer. Oh, sogar Pfeile. Okay, dann geht's weiter. Was gefunden? Schnell aufhebeln. Drücken, um einen Schuss aufzuladen, der erhöhten Schaden anrichtet. Ja, das mache ich andauernd. Braucht aber mal meinen Pfeil. So, Munition ist voll. Gleich hier rüber. Geldbörse. Kaputtes Handy. Okay, benutze ihn, um Gegner lautlos auszuschalten. Das heißt, gutes Material. Wir werden es bald wissen. Eine Crew schleppt es gerade rein. Glaubst du, es sind ein paar neuere... Was war das? Ich sehe mal nach. Verdammt! Jeder muss... Okay. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Kommt noch einer. Wow. Okay.
begeben sie sich weiter auf den Berg hinauf und stoßen sie zu Root. So, mal schauen. Und jetzt kommt die Frage, woher kommen überhaupt die Plünderer her? Erfahrungspunkte. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Rob, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Gut, okay. Kiste. Wunderbar gekennzeichnet. Was haben wir da? Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Werktempelset, okay. Neues Lager entdeckt. Ah, Bergtempel. Wunderbar. Ah, Fertigkeitspunkt kann ich nochmal ausgeben. Sonst ist nicht hier. Ist nix. Mal schauen, ist hier noch was? Aber gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. So, schnelle Reise. Nutze die schnelle Reise zu erkunden bereits besuchte Gebiete, um zu sammeln versteckter Belohnungen. Ah, verstehe. Okay, Waldruine. Gestürzter Grat. Ah. Gut zu wissen, brauche ich aber noch nicht. Ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. Was? Was ist das? Achso. Plünderung. Okay, finden Sie beim toten Feinden und versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Okay. Nicht verkehrt. Ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um. Okay. Munition transportieren. Sicherer Schuss. Sie sind konzentriert, haben die mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen. Okay. Ach, ein Mörder, okay.
So, das sind dann die ganzen Experten am Manöver. Ich würde aber eher, ich würde glaube ich eher hier, genau, plündern Sie Tierkadaver mit Lebensmitteltruhen, um zusätzliche EP zu erhalten. Das ist schon mal nicht verkehrt, weil je mehr ich Zusatzerfahrungspunkte kriege, umso schneller steige ich dann auf. So, hier könnte ich dann, achso, das wäre Plünderung, das wäre auch interessant. Lager mit einer dicken Dreckschicht, wie in einem Actionfilm. Okay, dieses Outfit verwandelt Lara in eine klassische Abenteuerin der 30er Jahren, einschließlich Bomberjacke. Ah, Gorilla-Outfit? In diesem Outfit sieht der Lara aus wie eine Dschungelkämpferin. Okay, Bergsteigerin, das Bergsteigerin-Outfit besteht aus einer gefütterten Weste, Kletterhaken und Klettergeschirr eines erfahrenen Bergsteigers. Ingenieurin rüstet Lara mit dem Ingenieuren-Outfit aus, das aus einem Overall mit Werkzeuggürtel besteht. Meisterschützin. Mit dem Meisterschützen-Outfit trägt Lara einen Bogenschützen-Wettkampfanzug mit hohen Stiefeln und Unterarmschutz. Okay. Das will ich mir jetzt mal angucken. Mehr Licht. Okay. Ah, okay, interessant. Mal schauen, was habe ich noch so gebaut? Die anderen Outfits würde mich auch nochmal interessieren. Hier war es. Pilot-Outfit. Okay. Ja, kann man auch nutzen, wie ich finde. So, tut mir leid für diese kleinen Mondschau noch. Aber es ist schon interessant, sagen wir mal so. Guerilla-Outfit. Okay. Taktische Western und so. Ja, kann man auch mal nutzen. Bergsteigerin? Ja, das hat alles diese Definity-Edition halt schon, weiß ich halt. Das ist der Vorteil hier. Wie so eine Art Game of the Year-Edition halt mit sämtlichen Add-ons. Nee, sieht auch nicht verkehrt nicht aus.
Aber gut, ich nehme mal das Standard-Outfit. Mal schauen, Waffen verbessern. Was haben wir da? Verstärkte Wurfarme. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug auf Ursachen, dadurch mehr Schaden. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfolge entwickeln, ermöglichen. Okay, Bogen. Finden Sie zwei weitere Teile, um ein Upgrade freizuschalten. Was haben wir da? Pistole. Nicht genügend Material. Salvenmodus. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schuss Salve. Halten Sie RB gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Erweitertes Magazin. Ein größeres Magazin, das 10 Kugeln fasst. Belüfteter Schlitten. Eine Rückstoßkompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Okay. Rücklaufbremse. Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Schnellfeuermodus. Modifikation am Abzug erhöhen die Schussfrequenz. Ah, okay, verstehe. Ich glaube, Stemmachse kann ich nichts machen, aber den Bogen. Den werde ich mal einmal verbessern. Ich nehme die gewickelte Sehne. Zack. Und für die Pistole habe ich mehr Schaden. Das ist das Magazin. Ich denke mal, mehr Schaden ist schon mal hier am besten geeignet. Denke mal. Ich denke mal, das sollte fürs Erste reichen. Ich wollte ja nur eine Nahrung suchen und das hat sich ja weiter durch die restliche Crew zu finden, bis hin zu. Ja, ich bin wieder auf der Flucht und muss zu Ruth, genau. Begeben Sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen Sie zu Ruth. So, Geocaches. Achso, deswegen habe ich das eine Ding gefunden. Oh, eine Schatzkarte gibt es hier auch. Pyromanie, Reliquie, Dokumenten, Lager. Ja, ist schon... Okay, das, was man hat, Tageslager, okay. Das, was man hat, wird auf der Karte angezeigt. Finde ich schon mal gut gemacht. Halt. So, das war halt dieser optionale Grab. Klar, der Bergtempel, da bin ich momentan. Und da geht es dann weiter. Oh, hab auch einiges heute wieder geschafft. Aber ich denke mal hier, das wird auch fürs Erste reichen. Hab auch viel erreicht. Wie gesagt, Nahrungsmittel gefunden. Die anderen Überlebenden getroffen halt und dann auf der Flucht halt wieder vor den Plünderern, die aus Russland oder so kommen. Einige zumindest. Dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch und frohe Ostern noch. Bis bald und tschüss.